Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, das erste Video in diesem Jahr. Also erstmal an euch alle, frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr ein erfolgreiches Jahr haben werdet. Und Freunde, wir werden heute eine Reaction machen. Ich habe Chrissy noch nicht gesagt, worauf wir reagieren werden. Was denkst du? Oh, kein Schimmer. Also, du weißt doch, ich war ja im Sommer bei Ninja Warrior. Ja. Und deswegen werden wir heute auf meinen Run von Ninja Warrior 2021 reagieren. Okay. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Wir haben es ja einmal im Fernsehen schon geguckt, aber seitdem eigentlich fast gar nicht mehr. Und deswegen, einmal habe ich es mir mal angeguckt, da habe ich auch unter dem YouTube-Video kommentiert. Viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie es im Fernsehen gesehen haben. Und Freunde, ich würde sagen, wir setzen uns die Kopfhörer auf. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr es damals im Fernsehen gesehen habt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Ninja Warrior Run. Jetzt geht's ab. Ich bin gespannt. Kannst du dich noch dran erinnern aus dem Fernsehen, als du es gesehen hast? Noch ein bisschen? Ja. Da sehen wir ihn, YouTuber Willy Piano im Ninja Warrior Germany Parcours 2021. Vor allem, wenn ihr das so seht, erkennt ihr mich da am Anfang eigentlich? Ich habe nämlich einen Zopf getragen. Der ein oder andere wird ihn kennen. Die Hörst du das? Ja, ich höre. Ein junger YouTuber, 18 Jahre, wurde. Bei YouTube ist das dann alt oder jung? Ich weiß es nicht. Jetzt wollen wir nur wissen, wie sportlich er ist. Wir freuen uns auf. Oh mein Gott, da erinnere ich mich richtig zurück, wie ich mich da gefühlt habe. Ich war einfach so krass aufgeregt, das glaubt ihr nicht. Da war ich noch nicht bei Big Bounce so aufgeregt. Aber bei Ninja World, mein Herz ging einfach so heftig. Ja. Und Freunde, am Anfang, ihr seht ja hier diese Treter. Da habe ich überlegt, ob ich entweder die in einem so durchnehme, so zack, 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 zack. Aber ich bin auf jeden Fall natürlich auf Sicherheit gegangen. Ja. Man wollte ja nicht direkt am Anfang rein. Vincent Stenzel. Der ist gut, wenn der hier reinkommt. Wenn der hier reinkommt. Sicher. Ja. Was glaubst du? Okay. Die erste Runde erstmal easy gemeistert. Also das war eigentlich einfach. Ja. Was glaubst du, so einer hier? Also YouTube, kann da wollen noch, wir eben... kann, YouTube hat ja gar nichts damit zu tun. Übrigens auch. Das war also, Freunde. Das war so knapp, dass ich dort schon am Anfang ins Wasser gefallen bin. Das hat keiner gesehen, ich habe es ein bisschen überspielt. Aber Freunde, am Anfang ist da hier so dieser Ring, daran gesprungen, war kein Problem. Seht ihr? So, aber wenn ich jetzt zu dem greife, die meisten haben dort wirklich zwei Hände rangemacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe eingenommen, weil ich dachte, das ist easy. Und während ich geflogen bin, wurde es immer enger, meine Hand ist immer weiter abgerutscht. Und das war schon sehr gefährlich. Aber Freunde, zum Glück hat's funktioniert, ich hätte einfach zwei Hände nehmen sollen. YouTube hat ja gar nichts damit zu tun. Ja. Übrigens aber auch beileibe nichts Negatives, weil einer einen YouTube-Channel hat, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Ich habe ja keine Ahnung, bis auf die wenigen Impressionen da gerade, was er wirklich macht. Also von daher, ich finde, er bringt gute Das körperliche war eigentlich auch entspannt. Na, also da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor, dass ich da reinfliege. Was hättest du gedacht, Chrissy? Ja. Eigentlich durch Trampolin kann ich ja Gleichgewicht, Leute. Das ist mal klar, weil der wirkt... Ja, wie soll man sagen, diese Bis Freude dahin war noch Bewegung alles gut. Bringt darüber, das ist alles irgendwie nicht pumpermäßig, sondern ganz easy, also locker, der ist... Das ging eigentlich. Also es war schwieriger, als ich gedacht... Nee, es war einfacher, als ich gedacht der hatte. Der hat ein gutes Körpergefühl, das haben wir in den ersten Hindernissen gesehen. Also von der daher... Ring. Bist du da eigentlich hängen geblieben einmal? Ja, zweimal sogar. Normalerweise hätte ich ihn ja auch in einen durchmachen können, aber das wieder so ein bisschen auf Safety-Kite. So, und jetzt gucken wir mal, das sieht bis hierhin richtig gut aus. Ja, ging eigentlich. Würde der dann von uns die Aufnahmen bekommen und könnte sie auf seinen YouTube-Kanal stellen? Nee, da wird er verklappt. Das haben wir einfach mal gar nicht gehört, das Leute. Gibt's nicht. Weil bis hierhin kann man sich das drauf. Gut angucken. Auf jeden Fall. Das Hindernis, was jetzt kommt, Freunde. Das hat schon richtig in sich. Wow, also da war auch... Von Ninja Warrior Germany. Oh, geht ja sowas. Oh ja, okay. Ja, ja. Kenn mich das da nicht aus. Aber auf unserem das Kanal. Ist heftig. An sich sind die Dinger ja so, wenn du von Stange zu Stange schwingst. Ich habe das ja in der Türkei, weißt du noch, wo wir da waren? Ja. Da können wir uns ja richtig gut üben. Können wir euch hier mal kurz einblenden, so die Stangen. Ihr habt's gesehen, so das war eigentlich relativ easy, aber hier war ja die Besonderheit, dass diese Stangen sich bewegt haben, also dass sie so locker an der Feder dran waren. Meinst du, du hättest das geschafft, Chrissy? Nein. Auf Echt? Gar Meinst Fall. Du nicht? Nein. Aber du hattest auch trotzdem dadurch richtig gut Schwung, weißt du, wenn so, du so federst. Etwas, was er ohne dass kennt. Ich es hinprobiert habe, ohne was dass ich es jemals probiert habe, ja, meine ich mit diesen Federn. So heftig. Ja, der hat ein super Fluggefühl. Dem stelle ich gleich eine. Ah, nee, wenn er die Wand hochkommt, ich will dem eine Frage stellen. Richtig gut. Richtig gut. Aber ging aber auch eigentlich. Ja. Sah auch einfach aus, aber war schwieriger, als es aussah. Man muss wirklich sagen, im Fernsehen sieht das alles immer so einfach aus, aber so in Real Life, wenn du wirklich da in dem Parcours bist, das ist viel schwieriger, als es aussieht. Ja. Aber Freunde, ich muss euch auch sagen, wenn du da so oben hängst, ne, ich dachte eigentlich, das wäre gar kein Problem, aber ich hatte die ganze Zeit so Angst, weil unter mir ist wirklich so 3 Meter, bis dann Wasser kommt. Ja.
und ich hatte die ganze Zeit Angst, einfach nass zu werden. Weil einfach Körner verbraucht sind. Aber der wirkt wirklich jetzt so, weißt du, jetzt hat er sich vertraut gemacht mit der ganzen Geschichte hier. Jetzt, ich will nicht sagen, sieht man mehr. Warum habe ich da nicht länger Pause gemacht? Ja gut, das war schon lange. Ja, ein bisschen Pause wenigstens. Aber doch, es wirkt so, als hätte er immer mehr Spaß im Parcours. Hoffentlich geht das noch ein Weilchen. Himmelsleiter. Okay. Das ist der erste Athlet im Parcours. Vor allem die Himmelsleiter. Bei der Himmelsleiter habe ich mich null drauf vorbereitet. Ich habe die nie davor gemacht. Bloß einmal davor im Trainingsbereich konnte ich es dann einmal ausprobieren. Ja. Hat ganz gut geklappt. Aber Freunde, da war ich richtig stolz, dass ich das direkt geschafft habe. Der gefällt mir richtig gut. Der Winnie gefällt mir richtig gut hier im Parcours. Und YouTuber machen ja gerne Werbung und er macht Werbung für sich. Genau. Ja. Das hinter, das hat es so ja, in sich. Jetzt hat er geatmet. Das war Winnie Puh. Der will schon. Winnie Puh. Der will schon seit 2016 teilnehmen, als die Reise losging für Ninja Warrior Germany. Der war einfach. Das war so anstrengend in dem Moment. Der hätte, wenn es das damals schon gegeben hätte, mitmachen können bei Ninja Warrior Germany. Das war sehr ärgerlich. Wisst ihr, was ein großer Fehler bei mir war? Wenn ich von dieser Stange. Da durftest du bei der ersten Stange sogar übergreifen. Weißt du, ich dürfte jetzt hier einfach übergreifen. Was habe ich gemacht? Ich habe Krapf natürlich ausgenutzt so, und bin rüber gesprungen und musste erstmal so BAM. Ja, das ist... Ja gut, das hat Kraft gekostet. Das war ein großer Fehler. Und da... Der hätte, das war so anstrengend. Ärgerlich. BAM. Und trotz des Abgangs hier, der ein bisschen unglücklich aussieht... Guck, ich puste. Eine klasse ja. Premiere von Vinnie Piano hier... bei Ninja Warrior Germany. Ja. Auf jeden Fall muss man sagen, von den Kommentatoren, also richtig gut kommentiert, muss ich sagen. Ne? Aber trotzdem, ich habe mich auch nicht blamiert so. Ne? Ich bin da trotzdem weit gekommen. Ja gut. Und hätte ich das Hindernis am Ende geschafft, hätte ich die Wall vielleicht auch geschafft und wäre weitergekommen. Leider nicht, aber Freunde, was würdest du sagen, was war vom ganzen Parcours dein Lieblingshindernis? Am einfachsten oder am schwersten? Oder dein Lieblingshindernis, was du so irgendwie am coolsten fandest, was du auch gerne gemacht hättest. Das mit den Federn hätte ich mal auch. Ja. Also, ja. Das macht auch so Spaß einfach, weil du kannst richtig dadurch fliegen. Ja. Oh mein Gott. Freunde. Das davor mit dem... Das hätte ich auch gerne mal gemacht. Das. Da so rein auch so in diese... Ah, okay. Das glaube ich, hättest du auch easy geschafft. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dieses Jahr wird einfach so heftig. Wir haben so nice Videos geplant. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.